Ja, ich sag immer, Minicamper sind frei. Deshalb sind wir eigentlich ohne großen Plan einfach losgefahren, bis es hieß, willkommen am Bodensee. Und die schönste Sicht auf den Bodensee hat man in Bregenz vom Pfänder aus. Mit der Pfänder Seilbahn geht's rauf auf 1064 Meter. Der einzigartige Ausblick auf den Bodensee, Österreich, Deutschland, die Schweiz und die 240 Alpengipfel machen den Pfänder zum berühmtesten Aussichtspunkt in der Region. Ja, vom Gipfel aus sieht man den gesamten 63 Kilometer langen, 14 Kilometer breiten und 252 Meter tiefen Bodensee mit seinem größten Zufluss, dem Rhein. Ja, der Pfänder gehört zu den Allgäuer Alpen und liegt am Ostende des Bodensees. Er ist der Hausberg von Bregenz. Wie heut bei klarem Wetter reicht der Dreiländerblick von den Allgäuer und Lechtaler Alpen im Osten über den Bregenzer Wald, die steilen Gipfel des Arlberggebietes und der Silvretta weiter über den Rädikon bis zu den Schweizer Bergen und den Ausläufern des Schwarzwaldes im Westen. Besonders beliebt bei den Kindern sind die Kleintiergehege mit Murmeltiere, Zwergziegen und Hasen. In die Natur eingebettete Spielplätze wie riesengroße Rutschen darf natürlich nicht fehlen. Auf dem Rundwanderweg kommen Hirsche, Alpensteinböcke, Mufflons, Wildschweine und Murmeltiere beobachten. Für den Rundweg, da braucht man so circa 30 Minuten. Den besten Rundblick bietet die 360 Grad Panoramaterrasse auf dem obersten Dach der Bergstation. Es ist wirklich eine traumhafte Aussicht. Ja, man kann eine Vielzahl von schönen Wanderungen hier oben machen, von kleinen Spaziergängen, ja, bis hin zu ganztägigen Wanderungen. Von der Berghausterrasse kann man bei Kaffee und Kuchen die einmalige Aussicht mit dem schönsten Panoramablick über den Bodensee am besten genießen. Und Sonnenanbeter kommen hier auf der Terrasse voll auf ihre Kosten. Die Seilbahn bringt einen in 6 Minuten wieder runter in die Talstation. Ja, von hier aus gibt es also nochmal einen letzten Blick auf die herrliche Landschaft des Bodensees. Ja, die Seepromenade in Bregenz ist auch Naherholungsgebiet der Bregenzer und Anziehungspunkt für unzählige Touristen aus der ganzen Welt. Die MS Sonnenkönigin zählt zu den außergewöhnlichsten Event-Location im Bodenseeraum und bietet Platz für bis zu 1000 Gäste. Ja, wer in Bregenz unterwegs ist, hätte manchmal gerne mehr. Vielleicht liegt es wegen der vielen besonderen, versteckten, schönen Plätzchen.
Ja, wir sind dann wieder ein Stückel weitergefahren nach Wasserburg am Bodensee. Rund 5 Kilometer westlich von Lindau liegt Wasserburg, ein ganz beschaulicher kleiner Ort mit ca. 5000 Einwohnern, dessen markantestes Merkmal seine in den Bodensee ragende Halbinsel mit der altertümlichen Bebauung ist. Und der Zeppelin ist einen ganzen Tag über den See zum Singen. Ja, man sieht da ein Renaissance-Schloss, welches einst dem Grafen von Montfort gehörte. Die katholische Kirche St. Georg mit barocken Hochaltar sowie das Mahlhaus, ein ehemaliges Gerichtsgebäude der Fugger. In Wasserburg gehen also Tradition und Kultur Hand in Hand. Maler, Dichter und andere Künstler haben sich schon immer gerne am Bodensee aufgehalten. Aber die Werke kann man entweder im Malhaus oder direkt am Seeufer bewundern. Wir sind dann weitergefahren nach Friedrichshafen. Friedrichshafen ist eine Stadt am Ufer des Bodensees. Sie ist für ihre bedeutende Rolle in der Luftfahrtgeschichte bekannt. Die Friedrichshafener Uferpromenade zählt zu den längsten und schönsten am Bodensee, sagt man. Die ausgedehnte Hafenanlage vermittelt ein richtiges maritimes Urlaubsflair und zahlreiche Straßencafés laden zum Verweilen ein. Ja, in Friedrichshafen hat es mir schon ganz gut gefallen. Entlang der Uferpromenade haben sich also Eisdielen, Cafés, Biergärten und Restaurants angesiedelt. Und zahlreiche Bänke haben zum Ausruhen und Verweilen eingeladen. Ja, und der Kaiser Wilhelm hat alles immer unter Kontrolle. Wir haben ja unsere Tour Mitte Juni 2022 gemacht und die Sonne, die lachte schon während der gesamten Tour ordentlich vom Himmel. Zwischen 30 und 35 Grad heizten uns und unseren Minicamper so richtig ein. Vor 23 Uhr war eigentlich an einen erholsamen Schlaf überhaupt nicht zu denken. Weil wir mal wieder eine richtige Dusche gebraucht haben, haben wir am Kitzenweiler Hof, ist ein Ferienpark, einmal übernachtet. Am nächsten Tag waren wir wieder so richtig fit und wir sind nach Wangen im Allgäu gefahren und haben uns das historische Städtchen angeschaut. Ja, die Altstadt von Wangen ist ja wie ein richtiges Brennglasl. Mehr als 1200 Jahre Geschichte fokussieren sich dort und werden als reizvolles Bild sichtbar. Die verschiedensten Epochen haben die Häuser, Kirchen, Kapellen, Stadttore und Türme gekennzeichnet. Herrenhäuser mit gotischen Fenstern, Renaissance- oder Barockfassaden. Lauschige Plätze und gemütliche Ecken geben der historischen Altstadt ein richtig südländisches Flair. Sowas kennt man eigentlich bloß aus Italien. Ja, und plätschernde Brunnen sorgen für die entspannte Begleitmusik.
In den Urkunden des Klosters von St. Gallen wird Wangen erstmals im Jahre 815 als Wangen erwähnt. Also ich habe natürlich nachgelesen, gell? Die ursprünglich alemannische Ansiedlung gewann als Marktort im 12. Jahrhundert eine immer größere Bedeutung. Ja, der König Rudolf I. von Habsburg besiegelte schließlich den Status als freie Reichsstadt im Jahr 1286. Das Symbol des Adlers für das staufische Kaisertum und das Symbol der Lilie für das fränkische Kaisertum verdeutlichen im Wappen der Stadt heute noch diese ehemalige Reichszugehörigkeit. Ja, liebe Minicamper, das war jetzt halt der erste Teil unserer Tour. Wir sind natürlich noch weitergefahren am Bodensee und heuer. Bis zum nächsten Video. Servus!